Ja, guten Abend. Später als erhofft starte ich jetzt mit dem versprochenen Video, das Ihnen da zeigen soll, wie Sie die AWS Web Services konfigurieren, so dass wir von unserem Mikrocontroller, also der kleinen Kiste hier, Daten zu AWS senden können. Ich habe hierzu auch wieder ein Jupyter Notebook geschrieben, ein kurzes, das ist noch nicht ganz fertig, da fehlen zwei kleine Teile, die würde ich noch nachreichen. Was das aber enthält, ist zuerst mal eine grobe Beschreibung. Was haben wir denn eigentlich vor? Also, was wir heute Morgen zusammen gemacht haben, war quasi das Setup dieses Teils hier. Wir haben den Mikrocontroller mit verschiedenen Ein- und Ausgabegeräten verbunden und am Ende mit einem Sensor, der Luftfeuchtigkeit und Temperatur misst. Was jetzt noch fehlt, ist alles das, was hier dargestellt ist. Und das werde ich Ihnen in diesem Video zeigen. Was wir nämlich jetzt tun werden, wir werden das so konfigurieren, dass der Mikrocontroller über das MQTT-Protokoll Daten zu AWS IoT Core schickt. Das AWS IoT Core ist nur dafür verantwortlich, Daten zu empfangen und zu verteilen mit dem MQTT-Protokoll. Zu dem sage ich gleich noch ein paar Worte. Und dann werden wir außerdem noch IoT Analytics konfigurieren. Mit IoT Analytics habe ich die Möglichkeit, Daten, die über den IoT Core gesendet werden, also die hierüber gesendet werden, durch so eine Datenverarbeitungspipeline zu senden und schlussendlich in einem Data Store, also einer Datenbank, zu speichern. Und dieses Data Store wird dann die Basis sein, auf der wir unsere Analysen durchführen. Also mit dem Data Store, das Data Store werden wir verwenden, um dann schlussendlich die Daten, die wir von hier senden, irgendwie zu analysieren. Dafür können wir verschiedene Tools verwenden. Dafür können wir zum Beispiel Amazon QuickSight verwenden. Das ist so ein Tool, mit dem ich relativ einfach so erste Auswertungen zusammenklicken kann. Aber wir können auch Jupyter Notebooks verwenden. Um das mit dem Jupyter Notebook zu machen, diesen Teil werde ich ganz kurz anschneiden. Das müssten Sie sich dann aber später nochmal in der Dokumentation selbst aneignen. So, was ich hier jetzt gerade erzählt habe, steht auch hier nochmal kurz zusammengefasst. Ganz kurz noch ein zwei Worte zu dem MQTT-Protokoll. MQTT ist ein Protokoll, das speziell sich sehr gut dafür eignet, so IoT-Geräte miteinander zu verbinden. Das Protokoll basiert auf einem Publish-Subscribe-Mechanismus. Das sieht folgendermaßen aus, dass es da einen Broker gibt in der Mitte. Der ist dafür zuständig, gesendete Nachrichten an interessierte Empfänger zu verteilen. Und die verschiedenen Clients können sich auf ein sogenanntes Topic subskribieren. Das sieht man zum Beispiel hier. Der Client A subskribiert sich zu dem Topic Temperature Ruf. Und wann immer jetzt was gesendet wird von irgendeinem beliebigen anderen Client, das in dieses Topic passt, Temperature Ruf, dann wird sich der Broker darum kümmern, das an den Client A weiterzuleiten. Und das Schöne an diesem Protokoll ist, dass die Clients nichts voneinander wissen müssen. Also ein Client schickt einfach nur, publiziert in einem Protokoll Daten oder konsumiert über ein Topic Daten. Und es interessiert einen eigentlich nicht, ob einer oder 10.000 Clients seine Daten konsumieren oder senden. So. Werden wir aber auch noch sehen. Womit wir jetzt anfangen, wir steigen einmal hier ein mit der Konfiguration des IoT Cores. So, um das zu tun, müssen Sie auf die Konsole von AWS wechseln. Die URL dafür ist konsole.aws.amazon.com. Da müssten Sie sich einloggen und dann landen Sie schon an der richtigen Stelle. Sie sehen jetzt hier, es gibt unglaublich viele Services auf AWS. Deshalb ist es am einfachsten, jetzt hier mal nach IoT zu suchen.
Dann sehen wir schon einen Vorschlag IoT Core. Wenn wir jetzt dahin klicken, landen wir hier auf der Monitorsicht erstmal. Die wird bei Ihnen noch leer sein. Bei mir enthält die schon irgendwelche Daten, weil ich jetzt eine ganze Zeit schon Daten sende von meinem Mikrocontroller. So, das erste, was wir tun müssen, wir müssen ein sogenanntes Thing, also ein Gerät, ein IoT-Gerät konfigurieren. Das tun wir in dem Bereich Manage. Ich klicke hier mal auf Manage. Bei mir gibt es jetzt schon hier ein erstes Thing. Das wird bei Ihnen nicht existieren. Von daher müssen wir jetzt ein neues anlegen. Und das funktioniert am einfachsten hier oben über den Create-Button. Das habe ich nicht getroffen. So. Wenn ich Create klicke, wird die Frage gestellt, was ich tun will, ob ich eine ganze Menge von solchen Dingen registrieren will. Wir wollen nur ein einzelnes oder wenige. Deshalb klicke ich hier auf Create Thing. Dem Ding müssen wir jetzt einen Namen geben. Ich nenne das jetzt mal Demo Thing. Wir könnten dem jetzt optional einen Typ zuordnen. Wir könnten zum Beispiel, wenn wir verschiedene Sensoren im Feld haben, solche basierend auf unserem ESP8266 oder noch ein Raspberry Pi oder was auch immer, dann könnten wir die einer bestimmten Kategorie zuordnen. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Alles Weitere müssen wir auch nicht ausfüllen. Es reicht eigentlich aus, dem Ding einen Namen zu geben. Und dann scrollen wir weiter und klicken auf Next. Der Art und Weise, wie dieses Thing später Daten schickt, ist, dass es sich über Zertifikate authentifizieren muss. Dazu müssen wir erstmal ein Zertifikat anlegen. Hierzu klicken Sie jetzt einfach auf den ersten Button, Create Certificate. Dann wird das Zertifikat angelegt. Und jetzt sind zwei Schritte ganz wichtig. Zum einen hier das Zertifikat zu aktivieren. Und zum anderen müssen Sie zwei Dateien herunterladen. Sie brauchen die erste Datei, das ist die Zertifikat des Dings, und Sie brauchen den zugehörigen Private Key. Diese beiden Dateien müssen Sie herunterladen. Das werde ich jetzt auch gleich mal tun. Ich lade die herunter, die speichern sich jetzt bei mir irgendwie lokal und jetzt haben wir die für später. Ein Hinweis an der Stelle, diese Dateien sind in dem sogenannten PEM-Format. Es gibt verschiedenste Formate, wie man Zertifikate speichern kann. Die müssen, dass es später funktionieren, auf dem mit unserem MicroPython in dem DER-Format sein. Also von daher Convert PEM to DER. Wenn Sie danach googeln, also die Konvertierung von dem PEM zu dem DER-Format, finden Sie verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Das müssen wir später machen. Sie müssen diese Konvertierung durchführen. Ich weise Sie nochmal darauf hin, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Suchen Sie sich die aus, die für Sie funktioniert. So. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben einen Ring angelegt, wir haben Zertifikate erzeugt. Jetzt müssen wir noch eine Policy an dieses Ding hängen. Ich kann jetzt hier eine Policy hinzufügen. Bei mir existiert schon eine, die verwende ich jetzt einfach und registriere mein Gerät, mein Demo-Thing. Über diese Policy wird gesteuert, was dieses Gerät darf, auf welche Services auf Amazon Web Service dieses Gerät zugreifen darf. Also, ich habe jetzt gerade eine existierendes Policy verwendet. Sie müssen eine anlegen. Ich glaube, wenn bei Ihnen noch keine Policy existiert, gibt es an dieser Stelle eine Möglichkeit, die anzulegen. Falls das nicht so ist, eine Policy können Sie auch ganz einfach anlegen. Das zeige ich Ihnen. Ups, jetzt habe ich mich verklickt. Nochmal zurück. Die Policy wird in diesem Bereich angelegt. Alles, was mit Security zu tun hat. Wenn wir da hinklicken, gibt es hier die Policies und hier können Sie eine neue Policy kreieren. Ich nenne die jetzt mal Demo Policy.
Und das Spannende ist dann eben, man muss dieser Policy ein sogenanntes Statement hinzufügen. Das geht relativ einfach, weil AWS da sehr gut unterstützt. Wenn ich hier jetzt IoT eingebe, ich will, dass dieses Ding auf alles, was irgendwie mit IoT zu tun hat, zugreifen darf. Deshalb wähle ich das allererste aus, IoT Stern. Also das darf alles machen, was es irgendwie im IoT-Umfeld gibt. Ich will das auch nicht auf irgendeine Ressource einschränken, deshalb füge ich auch hier einen Stern hinzu und das soll erlaubt werden. Ich kann diese Policy so formulieren, dass ich bestimmte Sachen erlaube, andere verbiete. Ich will das alles erlauben. Ich füge das Statement hinzu. Das muss ich gar nicht machen, das Statement hinzufügen. Ich kann jetzt einfach auf Create klicken. Jetzt haben wir die Demo-Policy und jetzt, wenn wir da reinklicken, sehen wir auch, hier wird an. Also hier steht jetzt so ein JSON-File, das eben uns erlaubt, auf das alles zuzugreifen. So, damit haben wir jetzt schon alles, was wir benötigen, um Daten an den IoT-Core zu senden. Wir haben einen Thing angelegt, wir haben für das Thing ein Zertifikat erzeugt und wir haben dieses Thing mit einer Policy verbunden. Das Ergebnis sollte jetzt so aussehen, wenn ich nochmal zurückgehe auf mein Manage. Ich zeige Ihnen das jetzt anhand des Beispiels, das ich gerade angelegt habe. Dieses hier, das ist das, das ich schon konfiguriert habe, zu dem ich die ganze Zeit Daten sende. Das werde ich dann später weiterverwenden. Also, wenn Sie alles richtig gemacht haben, haben Sie jetzt ein Thing. Zu dem Thing haben Sie ein aktives Zertifikat, das wir runtergeladen haben und in dem Bereich Security, wo finden wir das? Ja, da war ich schon richtig. Ist auch eine Policy zu diesem Thing zugeordnet und die Policy sieht so aus, dass alles im Bereich IoT erlaubt wird. So, wenn wir das haben, haben wir quasi das hier, diesen ersten Teil schon konfiguriert. Also damit ist das aufgebaut. Und das können wir jetzt mal testen. Das Schöne ist, das AWS IoT Core hat so ein Test-Cockpit mit eingebaut. Hier gibt es einen Test. Und dieses Test-Tool ist ein eigener IoT MQTT-Client. Das heißt, ich kann damit zum Beispiel Daten publizieren und auf bestimmte Daten mich subskribieren. So, das zeige ich jetzt Ihnen einmal. Ich subskribiere mich jetzt hier auf das Topic Demo. Subscribe to Topic. Ja, dann sehen Sie, jetzt passiert erstmal hier nichts. Aber ich kann jetzt auch in dieses Topic irgendwas reinschreiben. Also, ich schreibe jetzt hier mal, ich schicke Daten zu diesem Topic, auch aus diesem Test-Tool. Hallo, industrielle Produktion. Und wenn ich das tue, dann sehen Sie, was hier das Test-Tool jetzt macht. Es zeigt mir diese Nachricht an, hier unten. Ups, das war das Falsche. Das wollte ich nicht. Das ist jetzt noch relativ unspannend. Ne? Ich habe eine Webseite, wo ich irgendwie oben was eintrage und es wird unten angezeigt. Könnte man jetzt auch irgendwie sagen, das ist vielleicht irgendwie noch gähn. Jetzt machen wir was anderes. Ich subskribiere mich jetzt auf ein anderes Topic. Environment. Das nennt das Topic, nenne ich Environment Data. Und ich subskribiere mich auf dieses Topic. Und was jetzt passieren sollte, wäre, dass ich würde erwarten, dass demnächst hier irgendwelche Daten ankommen. Das passiert leider nicht. Dann ist wahrscheinlich dann ist leider meine Verbindung zu meinem zu meinem IoT-Gerät nicht mehr aktiv.
Eigentlich sollte der nämlich in dieses Environment Data rein publizieren. Gut, dann, wir werden hier Daten sehen. So, das nächste, was wir jetzt machen, ich erkläre Ihnen, mit welchem Programm, oder ich zeige für Sie einmal durch das Programm, das ich hier drauf gespielt habe auf dem Mikrocontroller, das dafür verantwortlich ist, Daten zu AWS zu senden. Viele Teile dieses Programmes kennen Sie schon. Das Programm ist komplett auch verfügbar auf diesem GitHub-Projekt. Ich habe das hier eben auch wieder verlinkt, wo Sie den Source Code finden. Den finden Sie hier. Dann können Sie den auch nachvollziehen und müssen jetzt nicht alles vom Bildschirm abtippen. Sie können es da auch einfach runtergucken. So, deshalb wechsle ich jetzt mal falsche Richtung auf die Entwicklungsumgebung. Was ich jetzt hier gemacht habe, Sie wissen, wie Sie auf den Mikrocontroller Python-Programme übertragen können. Und Sie wissen, wie man uns mit dem Mikrocontroller verbinden über diese MicroPython-Wrapper. Ich habe das jetzt folgendermaßen aufgebaut. Ich habe hier ein Verzeichnis, das nennt sich Cert. Da habe ich die beiden Zertifikats-Files. Also das Zertifikats-File und den Private Key, den ich heruntergeladen habe, für mein Thing. Also für dieses Ding hier hinzugefügt. Ich habe außerdem mir hier so eine MicroPython Run-Konfiguration gemacht, mit der ich diese Zertifikatsordner auf den Mikrocontroller übertragen kann. So. Wie Sie sehen hier, diese Dateien enden auf DER, das heißt, die sind in dem DER-Format. Die Dateien, die ich heruntergeladen habe, sind in dem PEM-Format. Das müssen Sie einmal konvertieren. Also dazu müssen Sie googeln, wie das funktioniert. Vom PEM ins DER-Format konvertieren und dann machen Sie das einmal und sollte das funktionieren. So, was jetzt spannend ist, wie sieht das Main-Programm aus? Das Main-Programm sehen Sie jetzt hier auf der rechten Seite schon geöffnet. Das Main-Programm importiert ein paar Bibliotheken. Eine Sache ganz am Anfang, ich importiere am Anfang diese Sys-Bibliothek und setze dann über sys-pass-append noch den Python-Suchpfad. Das heißt, es wird zusätzlich noch in dem Verzeichnis src nach Modulen gesucht. Dort drin liegen die beiden Module, die ich erstellt habe, nämlich Wi-Fi und AWS IoT. Also hier werden verschiedene Sachen importiert. Spannend ist der untere Teil. Wenn das Hauptprogramm ausgeführt wird, geht hier die Verarbeitung los. Zuerst wird aus meinem Modul Wi-Fi die Funktion Connect Wi-Fi aufgerufen. Danach wird aus dem Modul Wi-Fi Synchronize RTC, also Real-Time Clock Synchronisieren, aufgerufen. Wenn wir uns das jetzt hier angucken, das ist diese Datei Wi-Fi, dann sollte Sie das nicht überraschen. Das sind die Programme, mehr oder weniger, die wir heute Morgen schon gesehen haben in der Blog-Veranstaltung. Ich habe das jetzt hier noch etwas erweitert. Ich habe mir eine Möglichkeit gemacht, dass ich in der Datei, die sich Wi-Fi-Passwords.txt nennt, bekannte Netze hinterlegen kann, WLAN-Netze, in die sich das der Mikrocontroller einwählt. Aus dem Grund muss ich hier so ein bisschen damit rum experimentieren. Ich will das so haben, dass verschiedenste WLANs verfügbar sind, und er sucht sich dann einfach eins, das er kennt, und verbindet sich damit. Da will ich jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen. Wie wir uns mit dem WLAN verbinden, haben Sie gesehen. Das Code-Snippet, dazu haben Sie, das können Sie so einfach verwenden. Sie können aber auch sich gern das angucken, wie ich das hier gemacht habe. Das Spannende ist eigentlich einfach nur, dass aus der Datei die WLANs und ihre Passwörter ausgelesen werden und dann wird halt geguckt, von denen, die sich in der Datei befinden, das passiert alles dann hier,
welche kenne ich davon und das erste Bekannte, da wird sich eingewählt. So. Und das Synchronisieren der Realtime-Clock ist einfach nur das MTP-Time-Set-Time aufrufen. Also die beiden Aufrufe hier sind nichts Besonderes, das haben wir heute Morgen kennengelernt. Spannend wird es jetzt hier, in dem Moment, wo ich mich mit den IoT-Services verbinden will. Dazu brauche ich einen MQTT-Client und das Anlegen des MQTT-Clients habe ich in dieses Modul AWS IoT ausgelagert. Wenn ich AWS IoT die Funktion Connect aufrufe und das geht alles gut, dann bekomme ich einen MQTT-Client zurück. Wie das aussieht, gucken wir uns gleich an. Sobald ich so einen MQTT-Client habe, instanziere ich meinen Sensor. Das ist bei mir ein DHT22, Sie haben einen DHT11. Der DHT22 ist ein bisschen teurer, ein bisschen genauer. Ich habe hier einen DHT22. Verwenden Sie einfach Ihren DHT11 an der Stelle. Und was ich dann einfach mache, ich sende die Daten, die ich ausgelesen habe, und warte 5 Sekunden. Also alle 5 Sekunden werden einfach Daten gesendet. Wie sieht das Sensen der Daten aus? Das Senden der Daten, Send Sensor Data, diese Funktion sehen wir hier oben. Die bekommt den Sensor und den MQTT-Client als Parameter. Dann messen wir, rufen wir die Messung am Sensor auf. Ich hole mir die aktuelle Uhrzeit in einer formatierten Art und Weise, die ich so formatiert habe, dass AWS IoT Service damit umgehen kann. Oder vielmehr die IoT Analytics können damit umgehen. Dann baue ich mir eine Message auf. Die Nachricht ist einfach nur ein Python Dictionary, also es gibt hier irgendwelche Schlüssel, wie zum Beispiel Temperature und der dazugehörige Wert. Diese Nachricht konvertiere ich dann in JSON, in einen JSON-String und diesen JSON-String publiziere ich in das Topic Environment Data. Also das ist der Aufruf MQTT Client Publish, der publiziert eine Nachricht in einem bestimmten Topic und das ist die Payload, also das ist der Inhalt der Nachricht. So. Und was uns jetzt noch fehlt, ist, wie es sieht die Verbindung hier aus, AWS IoT Connect. Das gucken wir uns noch ganz kurz an und dann führen wir das Ganze nochmal aus. Da brauchen Sie verschiedene Informationen. Sie brauchen zum einen Ihren Zertifikatsfile und Ihr Keyfile für den Private Key in dem DRE-Format. Sie müssen Ihrem Client einen Namen geben. Das ist der Name, den Sie auf der, bei der Konfiguration der Things gesetzt haben. Und es gibt jetzt hier noch einen MQTT-Host. Der ist für jeden von Ihnen individuell. Für jede Konfiguration ist der individuell. Den nötigen wir auch. Wenn Sie das haben, dann funktioniert die Connect-Funktion einfach so, dass das Keyfile geöffnet wird und gelesen, dass das Zertifikatsfile geöffnet und gelesen wird und dann wird so ein MQTT-Client initialisiert mit einer Reihe von Parametern. Und nachdem der initialisiert wurde, wird einmal Connect aufgerufen und dann verbindet sich der Client mit dem Broker. So. Diese Parameter, das verwenden Sie einfach so, wie das bei mir auf der, in dem GitHub-Projekt verfügbar ist. Was Sie anpassen müssen, sind die Werte hier oben. Ihren Namen des Keyfiles, Ihren Namen des Zertifikatsfiles sowie an dieser Stelle den MQTT-Host, den Sie verwenden. Den MQTT-Host, den müssen wir noch suchen. Den finden wir bei AWS Bereich Monitor. Oh, jetzt muss ich kurz überlegen. Das mache ich immer nur einmal und dann danach habe ich es vergessen. Bei dem Thing. Ja,
Habe ich mir natürlich vergessen, das vorher auszusuchen, wo das funktioniert. Test. Alles offen. Wo finde ich jetzt deren Endpunkt? Ach, genau, da ist es. Das ist eben relativ schwierig zu finden. In dem Bereich, sorry, dass ich das nicht vorbereitet hatte. In dem Bereich Test gibt es hier oben dann die Information, dass dieser Client, dieser Test-Client verbunden ist. Wenn Sie hier klicken, gibt es hier dieses View Endpoint. Und dieses Endpoint, das ist der Endpoint, den Sie kopieren müssen und an der Stelle in den AWS-Code einfügen. Das ist Ihr spezifischer Endpunkt, der verwendet wird. So, jetzt haben wir das alles zusammen. Und was ich jetzt einfach machen werde, ich flash nochmal dieses Main-Programm auf meinen Mikrocontroller. Alles andere habe ich vorher schon geflasht. Aus irgendwelchen Gründen scheint das nicht mehr zu funktionieren. Habe ich hier noch ein. Achso, ich habe hier noch ein Ripple offen. So, dann flashen wir das jetzt nochmal. Das sollte klappen. Das hat funktioniert. Jetzt verbinde ich mich mit der MicroPython REPL. Diese initiale Verbindung mit dem MQTT-Client, das dauert ein bisschen länger. Das sehen Sie jetzt, es ist hier gerade nichts aktiv. Ich muss jetzt kurz warten. Ich unterbreche das jetzt einfach nochmal und mache ein Reset, dass wir dann sehen, wie der, was der Mikrocontroller hier tut. Aktuell scheint da nichts zu tun. Ah, doch, es hat funktioniert. Ja, jetzt sehen Sie, also diese WLAN-Verbindung, das geht relativ schnell. Eigentlich habe ich dafür auch da gibt es auch ein paar Ausgaben, aber wenn das Ding schon verbunden ist, dann wird das nicht nochmal gemacht. Jetzt gibt es hier die Ausgaben Got Key und Got Certificate. Jetzt werden diese Key-File und das Zertifikats-File verwendet, um sich mit über MQTT mit Amazon Web Services zu verbinden. Das dauert mehrere Sekunden. Wenn das geklappt hat, gibt es hier eine Ausgabe, dass die Verbindung erfolgreich war. Und dann werden wir auch gleich sehen, dass der Mikrocontroller anfängt, Daten zu senden. Genau. Jetzt haben wir gesehen, MQTT ist connected. Und jetzt sehen wir, dass Daten geschickt werden. Die Daten werden eben in dieses Topic publiziert, Environment Data. Und jetzt gehe ich einmal nochmal zurück auf unser Testtool hier. Environment Data und subskripiere mich jetzt mit dem Testtool zu dem Environment Data. Und jetzt sollten wir eigentlich immer sehen, wenn Daten gesendet werden. Wieso passiert das nicht? Habe ich hier. Ach, ich habe es mit Bindestrich geschrieben, nicht mit Unterstrich. Ja, wir sehen, das ist da. Nein, ich will mich darauf subskribieren. So. Und jetzt sehen wir die Daten, die von unserem Mikrocontroller kommen. Alle 2 Sekunden oder alle 5 Sekunden sendet unser Mikrocontroller hier jetzt Daten übers WLAN an Amazon Web Services. Alle 2 Sekunden kommen die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur. Sie sehen, ich habe es schön muggelig warm hier oben unterm Dach. Und der Zeitstempel, wann das passiert.
So, damit haben wir jetzt diesen Teil hier schon konfiguriert. Ja? Eigentlich haben wir es bisher nur bis hierhin konfiguriert. Wir senden über MQTT Daten zu dem IoT Core und können mit anderen, mit anderen MQTT Clients uns dazu verbinden. Jetzt werden wir die IoT Analytics konfigurieren. Die IoT Analytics werden dafür sorgen, dass die Daten eben in einem Datenstore gespeichert werden. Und da gibt es mittlerweile eine ganz tolle Funktionalität. Das ist eigentlich so eine One-Click-Configuration für IoT Analytics und die wird dafür sorgen, dass auch diese Action gleich für uns mit konfiguriert wird. Die Action sorgt dafür, dass wenn eine Nachricht einer bestimmten Bedingung gehorcht, dass sie dann weitergeleitet wird an IoT Analytics. Das muss man aber gar nicht weiter erstmal einsteigen. Wenn Sie später komplexere Sachen mit AWS machen wollen, kann das sein, dass Sie da vielleicht nochmal was selbst konfigurieren müssen. Aber eigentlich funktioniert das aktuell so, dass man mit dem IoT Analytics mit einem Klick relativ schnell oder mit wenigen Klicks das relativ schnell konfiguriert. So, also, das machen wir jetzt. Dazu wechsle ich nochmal zu der AWS-Konsole. Suche wieder nach IoT und jetzt nach IoT Analytics. Wenn ich da draufklicke, lande ich jetzt in einem anderen Bereich. Und hier oben ist genau das, was wir brauchen. Hier ist nämlich dieses Quick Start with IoT Analytics, One Click to Create, Channel Pipeline und so weiter. Alles das, was wir brauchen. Wir müssen jetzt nur wenige Daten eingeben. Wir müssen nämlich ein Prefix angeben. Ich nenne das jetzt mal Demo. Und das Topic. Das Topic ist das Topic, unter dem wir die Daten hier senden. Das Topic ist optional, da kann man verschiedenste Varianten konfigurieren. Jetzt für diese erste Konfiguration subskribieren wir uns auch auf das Topic direkt und wir run Data. Und mit diesem Quick Create wird uns jetzt ein Data Store, ein Channel, eine Pipeline, ein Dataset und so weiter rollen, alles generiert und damit sind wir schon fertig. das war vorletztes Semester noch deutlich komplexer, da gab es dieses One-Click nicht. Was jetzt passiert ist, ist zu sagen, wir haben hier einen Channel, der nennt sich Demo-Channel. Ich gehe nochmal auf diese Grafik zurück. Also wir haben jetzt, was wir jetzt bekommen haben, ist automatisch ein Channel, falsches Tool, einen Channel hier, eine zugehörige Pipeline und ein Data Store. So, also wir haben hier einen Channel, eine zugehörige Pipeline, die Data Pipeline und eben einen Data Store, Demo Data Store und alle Daten, die jetzt in dieses Topic publiziert werden im IoT Core, werden in unserem Data Store landen. Außerdem haben wir auch noch ein Dataset. Ein Dataset ist dafür da, regelmäßig alle Daten aus dem Data Store zu übernehmen. Auf Basis des Datasets wird dann später die Analyse durchgeführt. So. Wir können jetzt einfach mal, nein, das machen wir nicht. Jetzt gehen wir erst einmal noch zurück zu dem IoT Core. Aber was jetzt beim IoT Core auch noch passiert ist, das zeige ich Ihnen nochmal hier in dem Bereich Act, ist jetzt auch eine Demo-Topic-Rule angelegt worden. Und diese Demo-Topic-Rule sagt einfach, alles, was in das Topic-Environment-Data kommt, soll zu diesem Demo-Channel weitergeleitet werden. Also, das ist das, alles, was, egal was, Environment-Data publiziert wird, geht an diesen Channel. Hier mit diesen Queries kann man noch sehr komplexe Sachen machen. Da könnte ich jetzt Bedingungen formulieren, wann denn die Daten weitergeleitet werden sollen und wann nicht. Das brauchen wir erstmal alles nicht. So. Und das heißt jetzt, dass wenn wir zu den IoT Analytics zurückgehen,
dass jetzt schon Daten regelmäßig in unser Data Store reingeschrieben werden sollten. Wenn man das Data Store anklickt, sieht man da leider nichts davon. Ich glaube, es gibt hier keine große Möglichkeit, sich diese Daten anzugucken. Wie man jetzt sehen kann, dass wirklich Daten hier an der Stelle ankommen, das ist, indem wir das Dataset aktualisieren. Wenn ich das Dataset angucke, das nimmt sich einfach alle Daten, die in dem Datenstore drin sind. Man kann sich jetzt zum Beispiel ein regelmäßiges Update des Datensets konfigurieren. Also wir könnten zum Beispiel sagen, wir wollen das täglich einmal aktualisieren. Meinetwegen täglich morgens um 6 Uhr. UTC. Ja, jetzt wird, was das tut, ist, dass jetzt täglich einmal alle Daten aus unserem Data Store genommen werden, in das Dataset gepackt und dann für weitere Analysen verfügbar sind. Man kann aber auch sagen, ich würde dieses Dataset gern jetzt aktualisieren. Das habe ich jetzt einfach einmal ausgelöst. Ja. Dann sieht man jetzt hier, es kreiselt so ein bisschen. Und jetzt sehen wir schon, dass unser Datenset Daten enthält, nämlich die Daten, die jetzt hier über einen bestimmten Zeitraum geschickt wurden. Das ist so ein Preview, den man hier kriegt. Das scheint also zu funktionieren. So. Und damit können wir jetzt schon die erste Analyse machen. Für die erste Analyse werden wir AWS QuickSight verwenden. AWS QuickSight finden wir auch hier unter den Services. Wenn wir hier QuickSight eingeben, ist das das erste Tab. Wenn Sie das zum ersten Mal anklicken, müssen Sie, glaube ich, noch sowas bestätigen, wie dass Sie einen User anlegen wollen, weil das ist irgendwie benutzermäßig unterschiedlich gehandhabt. Einfach bestätigen, dann landen Sie irgendwann auf der Website. Und was ich jetzt machen will, ich will jetzt hier eine neue Analyse erstellen. So, wir machen eine neue Analyse. Für eine Analyse braucht man ein Datenset, das wir verwenden wollen. Wir müssen jetzt das Datenset, das es in dem IoT Analytics gibt, einmal konfigurieren. Ja, wenn ich hier auf New Dataset klicke, dann kann ich hier irgendwo IoT auswählen. Wo finde ich das? Wieso sehe ich das jetzt nicht? Genau. AWS IoT Analytics. Wenn ich das auswähle, habe ich hier schon als Auswahl meine beiden Datensets. Ich nehme jetzt das Demo-Datenset und lege das einmal an. Und jetzt kann ich auf Visualize klicken und habe die erste Visualisierung meiner Daten. So, hier wird jetzt so ein automatischer Graph angelegt, der ist nicht besonders aussagekräftig. Da passiert noch nicht viel damit. Also ich habe jetzt so eine erste Visualisierung, die wir verwenden können. Ja, und das ist aber ein ganz schönes Tool. Ich zeige Ihnen mal, was man damit machen kann. Ich sage jetzt, ich hätte gern ein Line Chart, also eine Liniengrafik. Ich muss sagen, was ich gern auf der X-Achse hätte. Auf der X-Achse hätte ich gern die Zeit. Und die Frage ist, was ich gern auf der Y-Achse hätte. Auf der Y-Achse hätte ich gern die Temperatur. Und dann, nachdem das Datenset jetzt irgendwann aktualisiert ist, dann sollten wir hier eben eine Ausgabe kriegen. Aktuell läuft noch die Aktualisierung des Datensets. Das Problem ist so ein bisschen, dass wir hier jetzt immer die Daten nur aggregiert sehen. Wir können zum Beispiel sagen, wir hätten das die Timestamp gern minütlich aggregiert und da vielleicht über die Minute hinweg die durchschnittliche Temperatur. So, das sollte uns jetzt eigentlich an der Stelle so eine schöne Liniengrafik schon mal geben. Das funktioniert aktuell noch nicht. Dann gehen wir nochmal zurück und gucken uns mal
unsere Datensatz an. Das Demo-Datensatz. Es sind noch sehr wenig Daten drin. Wir haben irgendwie nur 34 Datensätze importiert. Ich aktualisiere nochmal im IoT Analytics schnell manuell das Datenset, dass da vielleicht ein bisschen mehr reinkommt. Gehen wir nochmal aus. So, jetzt ist das einmal aktualisiert. Wir machen hier einen Refresh. So. Der ist jetzt aktuell noch am Laufen. Jetzt haben wir 80 Datensätze. Und jetzt versuchen wir nochmal das zu visualisieren. Also wir gehen wieder hier auf eine neue Analyse. Wir wollen das Demo-Datenset analysieren. So, und was ich gerne hätte, wäre ein Line-Chart mit der Temperatur über die Zeit dargestellt. Ah, jetzt sieht, da passiert jetzt schon was. Die Aggregation hier hätten wir gern auf Minutenbasis und hier würden wir gern ein Average darstellen. Ja. Wir sehen, Temperatur hat sich nicht so besonders geändert. Es gibt hier eben so verschiedene Analyse-Werte, die man sich angucken kann. Wir können uns jetzt auch eine Standardabweichung angucken. Ne? Irgendwie einmal gibt es eine kleine Abweichung. Und wir können jetzt auch noch zusätzlich unsere Humidity hier reinziehen. Da kann man jetzt verschiedene Sachen tun. So, das ist ein erstes, sehr einfaches Analyse-Tool. Was wir damit jetzt geschafft haben in den 45 Minuten, die das Video jetzt kurz läuft, von hier Daten zu senden zu den AWS IoT Services, zuerst IoT Core, dann IoT Analytics und jetzt diese Daten sogar schon mal auf eine erste Art und Weise darstellen zu können. So. Ich habe hier auch irgendwann mal, vielleicht sieht man da ein bisschen mehr, ich habe das auch schon mal ein bisschen komplexer aufgebaut gehabt. Ne? Also hier habe ich mal über einen längeren Zeitraum mir Daten angeguckt. Ja, da habe ich einfach über ein paar mehrere Stunden oder Tage hinweg den kleinen Mikrocontroller laufen lassen. Ja, und da sieht man, da ist immer mal ein bisschen was passiert, was da genau los war. Achso, das war eigentlich ganz spannend. Jetzt, ich weiß sogar wieder, was hier los war. Hier sieht man, dass ja plötzlich die Luftfeuchtigkeit abends irgendwie steigt. Das steht in dem Raum, wo auch mein Trainingsrennrad steht. Und ich habe da irgendwie trainiert und offensichtlich war das ein bisschen schweißtreibend. Deswegen bin ich hier die Luftfeuchtigkeit. Ja, das kriegt man jetzt relativ schnell hin, sowas zu machen, so eine erste Analyse. Was ich Ihnen jetzt gern zum Abschluss noch zeigen will, wie Sie an die Daten auch aus einem Jupyter Notebook oder aus einem einfachen Python-Skript kommen. Deshalb gehen wir noch einmal nach hier. Also dieses ganze Szenario haben wir jetzt einmal aufgebaut. Wir sind jetzt so weit, dass unsere Daten hier in dem Data Store landen. Aus diesem Data Store, das können wir verwenden, um zum Beispiel mit AWS QuickSight die zu visualisieren oder uns die Daten auf eine andere Art und Weise, zum Beispiel in einem Python-Programm zu holen. Und das zeige ich Ihnen nochmal ganz kurz. Das ist noch relativ einfach. So. Was wir dazu tun müssen, wir müssen, und jetzt werde ich ein Python-Programm schreiben, das quasi lokal auf meinem Rechner läuft. Das ist jetzt nicht mehr auf dem Mikrocontroller. Was wir dazu benötigen, wir müssen eine Bibliothek installieren. Und zwar machen wir das. Oh, wie funktioniert das jetzt gleich wieder in dem
Project Interpreter, genau. Das können Sie entweder mit PIP machen oder hier in der Entwicklungsumgebung. Was ich jetzt noch hinzufügen möchte, ist es das Boto 3. Boto 3 ist der Amazon SDK für Python, also der Software Development Kit für Python. Den installieren wir jetzt einmal kurz hier lokal. Das hat schon funktioniert. Das ging relativ schnell. Kann sein, dass ich den vorher schon mal installiert hatte. Und das Ganze, was ich Ihnen jetzt zeige, zeige ich Ihnen einfach direkt in der Python Shell. Ich mache mir jetzt hier eine Python-Konsole auf. Und jetzt einmal dran denken, ich bin jetzt lokal auf meinem PC, das läuft jetzt nicht auf dem Mikrocontroller. Mal versuchen, ob das funktioniert hat. Import Boto 3. Das hat geklappt. Import Boto 3 hat geklappt. Das heißt, jetzt kann ich mir einen Client anlegen, mit dem ich Daten von AWS holen kann. Ich habe das leider nicht mehr in meinem Zwischenspeicher. Das zeige ich Ihnen dann einmal, wenn man nach Boto 3 AWS googelt. Dann finden Sie die Boto 3 Dokumentation. Und da gibt es jetzt die verschiedenen Services, auf die man zugreifen kann. Ich hätte gern den IoT Analytics Service. Und hier gibt es dann eben ein Beispiel, wie man den verwenden kann. Man muss sich erst so einen Client anlegen. Boto 3.client IoT Analytics. Machen wir mal. Das hat funktioniert. Und diesen Client kann ich jetzt eben fragen, client.get. Ich hätte eigentlich gern getDatasets, gibt es glaube ich. Also finde ich das jetzt nicht. Müssen wir nochmal in der Dokumentation kommen. Ah, das nennt sich ListDatasets. Also Client List Datasets. Und da werden wir mal sehen, welche Datasets es gibt. Wenn ich das ausführe, sollte jetzt eine Rückmeldung kommen. Das ist natürlich unschön. Das hat jetzt nicht funktioniert. Ja, ich weiß, was das Problem ist. Ich muss mich einmal mit dem. Das Problem an der Stelle ist jetzt leider meine Netzwerkkonfiguration. Deshalb muss ich mich noch einmal ins VPN einwählen. Wo ist mein Passwort? So. Dann sollte das klappen. Jetzt bin ich im VPN. Und damit sollte das jetzt auch funktionieren. Also, ich versuche das nochmal. Client List Datasets. Jetzt haben wir ein HTTP 200 zurückbekommen und wir sehen jetzt hier irgendwo weiter hinten in dem Ergebnis die Datensets, die es gibt. Also Sie sehen hier zum Beispiel einmal das My IoT Analytics Demo Dataset und wir sehen auch, wenn wir noch weiter scrollen, das Datenset, das wir uns jetzt gerade angelegt haben. Na, war das vielleicht doch zuvor? Ja, das sind eben Daten, die man eigentlich programmatisch verarbeiten sollte und nicht so, wie ich das jetzt tue. Wo ist es denn? Dataset. Genau, da ist das Demo-Dataset. Also es gibt das Demo-Dataset
Und jetzt kann ich mir von dem Demo-Dataset auch zum Beispiel den Content abrufen. Client.getDatasetContent. Da muss ich aber den Dataset-Name mitgeben. Und das war Demo-Dataset. Dataset Name ist gleich Demo Dataset. Auch da haben wir jetzt ein Ergebnis zurückbekommen. Das Ergebnis, wenn Sie sich das angucken, ist jetzt einfach eine URL, die den Datenset Content enthält. Und die könnten wir jetzt herunterladen und zum Beispiel in Pandas importieren. Ich mache das jetzt einfach mal, indem ich das hier in so einer Tabellenkalkulation öffne. Das ist der Inhalt der Daten. Ja, Sie sehen das jetzt natürlich nicht, weil das auf einem anderen Bildschirm aufgegangen ist. Das muss ich einmal nach hier bringen. Ja. Das ist jetzt der Inhalt des Datensets, den ich gerade runtergeladen habe. Und diese Daten könnten wir easy zum Beispiel nach Pandas bringen oder uns mit Matplotlib anzeigen. Das ist das, was Sie beim Herrn Jakobs lernen. Von daher gehe ich da jetzt erstmal nicht weiter drauf ein. Ich wollte Ihnen einfach nur noch mal diesen Schritt zeigen mit dem Boto 3 Library. Kann man auf alles das, was wir gerade gemacht haben, auch programmatisch zugreifen. Und somit können Sie auch ganz einfach zum Beispiel ein Jupyter Notebook schreiben, das die Daten dann analysiert, die Ihr Microcontroller zu Amazon Web Services Cloud geschickt hat. Dass das funktioniert, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, müssen Sie allerdings noch einmal in der Boto 3 Dokumentation den Bereich Quick Start und insbesondere den Bereich Konfiguration durchlesen, weil es ist wichtig, dass diese beiden Dinge getan werden. Wenn Sie soweit kommen und es damit Probleme gibt, können Sie sich aber auch gerne melden. Wichtig ist, was Sie jetzt schaffen sollten mit diesem Video, ist, dass Sie ein Programm haben, das Daten über den MQTT-Client zu IoT Core schickt, also zu dem IoT Core und von da aus zu IoT Analytics in einen Data Store und dass Sie diese Daten sich einmal zum Beispiel mit dem AWS QuickSight angezeigt haben. Wenn Sie das geschafft haben, dann haben wir alles erzeugt, was ich mit Ihnen schaffen wollte. Und dann können Sie loslegen mit Ihrem Projekt. So. Das war's, was ich Ihnen für heute noch zeigen wollte. Ich werde dieses Video jetzt direkt hochladen, dass Sie da auch morgen früh drauf zugreifen können. Wie ich heute schon in der Vorlesung gesagt habe, ich biete Ihnen gern an, wenn es Probleme gibt, melden Sie sich am liebsten im Forum. Dann werde ich versuchen, da möglichst schnell weiterzuhelfen. Und in diesem Sinne, guten Abend oder morgen, guten Morgen, guten Tag und viel Spaß.